Ein letzter ist hier noch unterwegs. Ach, da oben. Wen haben wir denn da? Und kommen Sie mal runter, mein Freund. So wie wir es Alter. gerade eben mit den Pfeilen gemacht haben. Das war gerade. Alter. Alter, Ich habe erschreckt. mich auch gerade voll erschreckt. Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Krankencrafter und ich zocke heute mit meinem Kumpel Raul eine Runde Mine Mafia. Aber wir machen keine normale Mine Mafia Runde, sondern ich habe einen Traitor Pass eingelöst, beziehungsweise einen Mafia Pass. Und wir rasten jetzt komplett aus. Ich töte nämlich jetzt alles, was mir in den Weg kommt. Und Hoffentlich nicht mich, oder? doch, auch dich. Ah! Und ja, erstmal ein bisschen Zeug sammeln, weil ich werde wirklich einfach drauf loslegen, egal wer mir in den Weg kommt, in die Quere. Und YOLO nennen wir Ein das mal, oder? richtiges Arschloch. Das ist sozusagen YOLO-Mafia. Das sieht echt süß aus hier mit dem Shader, oder? Mit dem süßen Baum da. Das stimmt. Das ist eine Oase hier. Oasis. Das ist Heißt so sie eine Band, so? oder? Ja. Und nö, habe ich auch nur so gesagt, weil es mir gerade in den Kopf gekommen ist. In den Sinn. Und kommt schon, Leute. Ich werde euch alle töten. Yeah, komm, auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse. Aufs Maul! Nein! Aufs Maul! Hier, du bist tot. Oder? Oh, schafft er das? Ist der Krankenkrafter gut genug, um diese Challenge zu machen? Oh Ah, Gott. oh. Er ist es nicht. Na gut, er weiß auf jeden Fall, dass man nicht mit mir spielen sollte. Ich habe mir noch ein paar Pfeile mehr geklärt. Ah, komm schon. Du bist des Todes, mein Freund. Du bist des Todes. Und du auch gleich. Okay, den ersten habe ich, wie ihr vielleicht gesehen habt. Oh Gott. Bam! Alter, du rasierst gerade voll. Das stimmt. Allerdings sollte ich erstmal lieber ein bisschen chillen. Wobei, nee, ich mache ja eine YOLO-Runde. Stimmt, also YOLO muss schon sein. Der will jetzt Frieden. Egal, wir gehen jetzt in den Shop und eskalieren hier komplett auf unser Leben. Oh, richtig, So wie wir es Alter. gerade eben mit den Pfeilen gemacht haben. Das war gerade. Alter. Alter, Ich habe erschreckt. mich auch gerade voll erschreckt. Schreibt mir in Alter. die Comments, wenn ihr euch auch erschreckt habt. Erschrocken. Was ist grammatikalisch richtig? Beides, oder? Egal, es ist ja Ja. kein Deutschunterricht. Sondern Doch. eine süße Lieber Runde Maximilian. spielen. Wir Wenn du spielen. einmal diese Begriffe falsch in den Mund nimmst. Hey Krankenkraft, da heißt du Maximilian? Ja, ich heiße Maximilian, das ist mein voller Name. Und Ja, ja. Die Max ist, glaube ich. Ey, das habe ich heute. Ich habe einen Kumpel, der heißt Michel. Aber dann nennen die halt Michel. Und ich bin wirklich der Meinung gewesen, dass Michel die Kurzform für Michael ist. Okay. Und da habe ich ihn so gefragt: Jo, kannst du mal deinen Ausweis zeigen? Und der heißt wirklich auf seinem Ausweis Michel. Michael. Was soll ich für das? Michael heißt er wirklich auf seinem Kannst du Ausweis. ihn entscheiden? Okay, das war der fünfte Kill diese Runde. Und das hat mich richtig geflasht, weil das auf seinem Ausweis Michel Ach, heißt. wen haben wir denn da? Und wen haben wir denn da? Jemand, der sterben möchte. So. Das sind übrigens Granaten, was wir hier werfen. Ja, Eier, ne? Eiergranaten. So, wir haben noch drei Stück. Waren jetzt nicht so weise angewandt, aber getötet. Ja, und der hat keinen Zombie hinterlassen, das ist Neues. Das ist Crank, weil ich ihn direkt in die Luft gejagt habe. Das ist auch noch ein Traitor. Ein letzter ist hier noch unterwegs. Ach, da oben. Wen haben wir denn da? Und kommen Sie mal runter, mein Freund. Hallöchen. Geile Runde, Alter. Ich glaube, wir haben ungefähr jeden gekillt. Ja, aber richtig, wirklich gut, ja. Ja, wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. Kleine Info am Rande, ich habe die ganzen Kills, die ich während dieser epischen Runde gemacht habe, am Ende nochmal zusammengeschnitten, sodass ihr sie euch nochmal angucken könnt. Also nach Rauls Runde gleich seht ihr einfach alles, was ich so gekillt habe. Jo Leute, hier ist euer Hell's Blazes. Und ja, wir haben die Plätze getauscht. Es geht in 30 Sekunden los, kannst du ein bisschen durch die Gegend laufen. Und Ja, ich laufe durch die Gegend ich und lehne mich jetzt mal ein bisschen zurück und entspanne. du kannst mich ein bisschen unterhalten und erzähl mal, wie geht's dir? Mir geht es scheiße. Ich habe gerade eine richtig schlechte Runde Mine Mafia gehabt. Ja, lieber. Nee, das war die härteste Runde aller Zeiten. Ich mache Ja. vielleicht einfach einen kurzen, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es mal in die Comments, dann mache ich einen Zusammenschnitt einfach von allen Kills. Und jo, da links ist eine Kiste. Er hat auch wieder einen Mafia-Pass genommen und wir werden mal schauen, ob er mich, ob er mich vernichten kann. Was habe ich? Ich habe nichts bekommen, Alter. Oh, stimmt. Du musst Das vielleicht, ist eine Cheater-Kiste. ein paar Mal mehr. Ja, ich habe Gomme bestochen. Oh, da ist die Enderkiste. Soll ich Da. die nehmen? Hä? Ja, das geht nur, wenn das Spiel gestartet Ah, da ist ist. einer. Da, ich würde lieber nochmal Ja, ich verpiss losgehen. mich jetzt einfach mal. Das wird zu Da heikel. kriegst du aber halt eventuell ein Eisenschwert raus, Ja, wenn das das Spiel kriege ich auch abbricht. so. Ich bin ja ein guter PvP-Baron. Da oben sind zwei Kisten. Einfach Okay, warum? hochspringen. Ja, einfach hochspringen. Ah! Yeah, und dann schmeißt den Bogen weg.
So? Ja, dann geh nochmal dran, dann kriegst du vielleicht doppelte Pfeile. Aber nein, hast du nicht, okay. Dann, Noch 2 Sekunden, dann geht's los. Ja, dann such dir einfach jeden raus, den du kriegst und töte ihn. Ja, mach ich auch. Hey, du bist Mafioso, was für ein Zufall. Oh mein Gott. Aber, also letzte Runde bei mir war echt krass, einfach Kills after Kills, yo. Ach, die Sensitivität ist so hoch für dich, Achtung. Was, da rechts? Nein, ich bin gut genug dafür. Für die Sensitivität? Ja. Ich habe nämlich 3200 DPI eingestellt. Wie viel ihr habt, könnt ihr auch mal in die Comments schreiben. Der will jetzt deinen Kill klauen. Oh, 3 Traitor. Ah! Mir wurscht. Kriegst du das echt hin, sonst drück einfach 2 Mal auf Minus. Nein. Weil dann wäre es peinlich, weil die Leute hören, wie viel DPI du hast. Ja. Also mit wie viel DPI du spielst. Was wäre dann peinlich, Alter? Raut spielt üblicherweise mit 800 DPI. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich spiele. 800 DPI ist Standard. Ich habe eine ganz standardmäßige Logitech-Maus, Alter. Okay, box den. Aber der hat das Eisenschwert. Oh, guter Hit. Komm schon, mach ihn kaputt. Irgendwie ist der Krankkraft ein bisschen mehr abgegangen als du, oder? Ja, wenn die mir alle weglaufen, kann ich nichts dafür. Stimmt, die haben so viel Angst. Bei mir haben die sich nicht so in die Hose geschissen, aber... Pff, den werde ich wegficken. Oh ja, komm. Mach ihn kaputt. Mach kaputt, Junge. Leute, warum? Ah, ich hab... Junge, du hast das Sprinten aber nicht auf X gelegt. Das ist richtig gräudig von dir. Ich hab Sprinten überhaupt nicht festgelegt. Ich spiele ganz normal mit Sprinten. Einfach Doppel-W. Oh je. Wurde ich von denen angegriffen? Ja, ne? Ich meine schon, du wirst gleich abgeschossen mit dem Bogen. Von wem? Von dem Vibe da hinten. Von da war gar keiner. Ja. Aber fuck, ich hab die ganzen Lilliputzke nicht gesehen. Ja, das ist ein bisschen doof mit dem Shader. Aber ich will jetzt endlich mal jemanden töten, Alter. Ich kann nicht sprinten. Ding, ihr könnt nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr PvP mit Shader findet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ob ihr es besser findet oder schlechter. Die nehmen aber meine Kills weg. Ja, eigentlich jetzt. Wie viele hättest du eigentlich schon so ungefähr? 1000. Ha! Ja, also ich hab einen weg! Du hast ihn, glaube ich, gar nicht bekommen. Doch. Ich hab ihn bekommen. Alter, aber das war ja wirklich mal eine Eskalationsrunde bei mir. Ich bin immer noch voll geflasht. Ja, jetzt, bitte hör auf, dich hier so in den Vordergrund zu drängen. Ich spiele jetzt hier gerade. Sag einfach, ich spiele gut. Du bist super. Boah, Alter, wie bist du so gut, Mann? Danke, das wollte ich hören. Ich gehe jetzt direkt auf deinen Kanal und abonniere dich. Ja, mach das mal. Sein Kanal ist übrigens in der Beschreibung, falls ich euch gerade... Nein, ist schon vorbei. Ich habe aber nur einen... Du hast gar keinen getötet. Egal, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht ein, zwei Runden mehr mit Raul sehen wollt, mit dieser doppelten Facecam, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Doppelte Facecam? Erzähl mir nix. Ja, komm, so tut's weit, Facecam. Und wir sehen uns bald wieder. Haut rein, macht es gut und greif auf die Kamera, schnell. Greif auf die Kamera. Tschüss! Du bist des Todes. Und du auch gleich. Muss schon sein. Der Michel. Michael. Was? Ist nicht so. Kommen Sie mal runter, mein Freund. So, vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich echt riesig über ein Like freuen. Oder vielleicht ein Abo, wenn ich euch überzeugt habe. Und damit haut rein, macht es gut und tschüss.